Ja, Kolleginnen und Kollegen, was heißt eigentlich marxistische Gewerkschaftstheorie? Und was sagt sie heute? Nun, Marx und Engels haben ihre Theorie über die Rolle der Gewerkschaft entwickelt aus bestimmten Widersprüchen einer bestimmten Periode, aber aus Widersprüchen, von denen sie überzeugt sind, dass sie in ihrer Basis so lange bestehen, wie eine kapitalistische Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung funktioniert. Sie sind andererseits, und das von der Periode an, in der sie beginnen, eine eigene Gewerkschaftsauffassung zu entwickeln, der Meinung, dass sie bei der Entwicklung ihrer Position zu der besonderen gewerkschaftlichen, um diesen zunächst hier noch gar nicht klar entwickelten Terminus zu verwenden, Aufgabenbereich darzustellen, dass sie dazu auszugehen haben von den konkreten ersten Versuchen damals der industriellen Arbeiterklasse, ihre Position gegenüber der Klasse derjenigen zu bestimmen, die über den Produktionsapparat verfügen. Also gegenüber denjenigen, die die wahre Arbeitskraft einkaufen, bei derjenigen Bevölkerungsschicht, die nur vom Verkauf ihrer wahren Arbeitskraft zu existieren vermag. Konkreter Anknüpfungspunkt ihrer Erfahrungen ist dabei zunächst das, was sich bis dahin an Frühformen der Gewerkschaftsgeschichte im damals industrialisiertesten Land, in England, dargeboten hat. Ich brauche jetzt nicht die gesamte ökonomische Theorie von Marx und Engels zu entwickeln. Aber bei der Bestimmung ihrer Position ist also von vornherein entscheidend, dass nach ihrer Meinung gewerkschaftliches Bewusstsein eine besondere Form ist, in der sich die Arbeiterklasse ihrer objektiven Klassenlage bewusst wird. Gewerkschaftliches Bewusstsein ist eine bestimmte Stufe der Umwandlung, also der Arbeiterklasse aus einer Klasse an sich in eine Klasse auch für sich, die sich ihrer eigenen Rolle bewusst ist und die infolgedessen in der Lage ist, zunächst innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, nun das Optimum an Arbeitsbedingungen für sich durchzusetzen. Gewerkschaftliches Klassenbewusstsein ist Klassenbewusstsein zunächst innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, und zwar hier ganz konkret der liberalen Phase der Entwicklung der industriekapitalistischen Gesellschaftsordnung. Gewerkschaftliches Bewusstsein ist die Form dieses Bewusstseins, in der die Arbeiterklasse lernt, nun den möglichst hohen Preis der wahren Arbeitskraft durchzusetzen, den Wert der wahren Arbeitskraft möglichst optimal zu realisieren. Und das heißt für Marx und Engels,
Und das wiederum ganz konkret aus den Erfahrungen der englischen frühen gewerkschaftlichen Kämpfe. Gegenspieler, wenn man so will, werdender gewerkschaftlicher Organisation ist unmittelbar die Klasse der industriellen Kapitalisten. Das sozusagen in erster Stufe. Aber indem dem so ist, klingt, und Sie können das schon im ersten Band des Kapital nachvollziehen. Indem Sie also in dieser Weise auftreten, klingt dabei gleichzeitig bereits die Auseinandersetzung mit der öffentlichen Gewalt, dem Staat, an. Aus mehreren Gründen. Erstens, zunächst versucht die öffentliche Gewalt, Bildung gewerkschaftlicher Organisationen, gewerkschaftlicher Kampfformen überhaupt zu unterbinden. Es gibt, wir wissen das auch aus der Gewerkschaftsgeschichte, ja zunächst die Stufe, und zwar in allen Ländern, die vom industriellen Kapitalismus erreicht werden, in der öffentliche Gewalt und Kapitalistenklasse gemeinsam jede Bildung gewerkschaftlicher Organisationen zu illegalisieren trachten. Und also ergibt sich, indem man gewerkschaftliches Bewusstsein entwickeln will und gewerkschaftliche Organisationen schaffen will, notwendig sofort die Aufgabe, auch um die Legalität dieser gewerkschaftlichen Organisationen zu kämpfen. Solange die öffentliche Gewalt, der Staat, sie zu vernichten trachtet, gemeinsam mit den industriellen Kapitalisten. Aber in Wirklichkeit geht dieser Appell auch an die öffentliche Gewalt sehr bald weiter. Denn gewerkschaftliche Organisationen sind von vornherein auch darauf angewiesen, abgesehen vom unmittelbaren Preis der wahren Arbeitskraft, also dem Lohn, auch die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Indem die Gewerkschaften in dieser Weise vorzustoßen beginnen, müssen sie, ob sie wollen oder nicht, und es dauert einige Zeit, bis sie sich dieser Rolle bewusst werden, gleichzeitig darum kämpfen, dass bestimmte Mindestbedingungen der Verwertung der wahren Arbeitskraft durch die öffentliche Gewalt garantiert werden. Dass also Ansatzpunkte einer, wir würden heute sagen, das Arbeitsrecht betreffenden Gesetzgebung entstehen. Es dauert auch dabei längere Zeit, bis sich gewerkschaftliche Organisationen dieser Aufgabenstellung bewusst werden. Und wir wissen, wenn wir das vergleichen in verschiedenen europäischen Ländern, dass in allen europäischen Ländern die ersten gewerkschaftlichen Organisationen zunächst von einer solchen Einflussnahme auf die Gesetzgebung des Staates gar nichts wissen wollen und ihre Funktion nicht verstehen. Aber die Realität zwingt sie sehr bald dazu, das doch zu tun. Und man kann im ersten Band des Kapital ja sehr genau verfolgen, wie zum Beispiel hinsichtlich der Verwertung von Kinderarbeit, hinsichtlich der Arbeitszeitbeschränkung die englischen Gewerkschaften lernen müssen, diesen ihren Aufgabenbereich zu erkennen. Es gibt in dem einen Lande in der Form, in dem anderen Lande in einer anderen Form. Zunächst in der werdenden gewerkschaftlichen Bewegung überall Trends,
die dahin gehen, in Appell an die staatliche Gesetzgebung, so etwas wie einen Verzicht auf Klassenkampf zu erblicken. Nur, jede neue Krisenwelle, die frühere gewerkschaftliche Erfolge in Frage stellt, hilft, die Arbeiter dann zu überzeugen, dass der Verzicht auf Umsetzung gewerkschaftlicher Teilerfolge in staatliche Gesetzgebung in Wirklichkeit eine politische, eine gewerkschaftspolitische Dummheit wäre. Verfolgen Sie etwa im ersten Band des Kapital die Kapitel, die sich mit der Durchsetzung des Verbotes der Kinderarbeit, die sich mit dem Problem der Arbeitszeitbeschränkung auseinandersetzen. Und diese Fragestellung ergreift dann sehr bald eine ganze Reihe anderer ähnlicher Probleme. So muss also für diese erste Periode der zunächst spontanen Entwicklung der gewerkschaftlicher Bewegung die marxistische Theorie versuchen, den werdenden Arbeiterorganisationen hier strategische Rezepte des Verhaltens anzubieten. Verfolgen Sie etwa in den Auseinandersetzungen in der Internationalen Arbeiterassoziation, etwa auf der Genfer Konferenz, die Kämpfe, die Marx und Engels um diesen Fragenkreis gegen alle möglichen anderen Gruppierungen austragen müssen, die entweder die Permanenz gewerkschaftlicher Organisationen für unwichtig halten oder die Auseinandersetzung mit der öffentlichen Gewalt in dieser Frage der gewerkschaftlichen Legalität wie in der Frage arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Normierungen für unsinnig gestellt halten, weil natürlich die Arbeiterklasse aus ihren ersten Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit ihrer mit der Gegenposition der Unternehmer die Erfahrung mitbringt, dass insgesamt die öffentliche Gewalt Hilfsorgan ihrer Gegenklasse gegen sie selbst ist. Infolgedessen sind sowohl französische Proudhonisten wie dann italienische Anarchosyndikalisten, spanische Anarchosyndikalisten noch sehr lange der Meinung, dass es Verzicht auf Klassenkampf sei, wenn man an den Gesetzgeber appelliert und beim Gesetzgeber bestimmte gewerkschaftliche Erfolge zu fixieren trachtet. Nicht anders steht es zur Problematik kollektiver Arbeitsverträge. Auch hier gibt es zunächst spontan, selbst in den Teilen der werdenden Arbeiterklasse, die bereits eine Vorstellung über Klassengegensätze haben, Tendenzen, die etwa kollektive Arbeitsverträge gewerkschaftlicher Organisationen negieren wollen, weil sie darin unnötige Kompromisse sehen. Marx und Engels sind, seit sie beginnen, eine gewerkschaftliche Theorie zu entwickeln und eine gewerkschaftliche Strategie zu entwickeln, durchaus der Meinung, dass natürlich die Arbeiterklasse innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ständig Kompromisse abschließen muss, je nach dem Kräfteverhältnis, das sich gerade entwickelt und der Macht, die sie selbst einzusetzen lernt. Denn
der unmittelbare Sprung aus der kapitalistischen ökonomischen Ordnung ihrer Zeit in eine sozialistische ökonomische Ordnung, die das Ziel von Marx und Engels ist, ist ja nach ihrer Meinung gar nicht möglich. Dieser Sprung kann sich erst aus längerer Entwicklung von Klassengegensätzen ergeben. Also als langwieriger Prozess, der auf der Umwandlung der Arbeiterklasse aus einer Klasse an sich, die lediglich objektiv existiert, in eine Klasse für sich, in eine Klasse, die sich ihrer eigenen Rolle bewusst ist, als Endprodukt ergibt, aber nicht als einmaliger Akt. Dabei sind allerdings auch in dieser ganzen Periode der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, der werdenden 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Marx und Engels sich durchaus darüber klar, dass auch diese Umwandlung der Arbeiterklasse aus einer Klasse nur an sich in eine Klasse für sich, die ihre Interessen zu vertreten vermag, kein einmaliger Akt, sondern ein ständiger Prozess ist. Ein Prozess mit Rückfällen, auch in der Entwicklung des Bewusstseins der Arbeiterklasse selbst. Und erfolgen derartige Rückfälle, so gehen natürlich auch materielle Positionen, die die Arbeiterklasse sich vorher im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erkämpft hat, wieder verloren. Also gehört es nach Marx und Engels Meinung von vornherein zu den wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung, dies Problem ständig im Auge zu behalten. Also nicht im einmaligen Akt hier und heute dies oder jenes Arbeiterinteresse gegen Unternehmerinteressen zu vertreten, sondern sich stets bewusst zu bleiben, dass der Grundwiderspruch zwischen den Interessen dieser Klassen stetig vorhanden ist und dass dieser Widerspruch nur zugunsten der Arbeiterklasse entwickelt werden kann, wenn die Arbeiterklasse sich dieses Verhältnisses stets bewusst bleibt. Und auch dabei sind sich Marx und Engels, und das gehört zu ihrer gewerkschaftlichen Theorie, bereits für ihre Zeit, natürlich über eins klar. Es gibt keine Gesellschaft, in der nicht das Bewusstsein der herrschenden, der führenden Klassen dieser Gesellschaftsordnung gleichzeitig das Bewusstsein der Unterklassen überlagert und versucht, dieses Bewusstsein der Unterklassen zu bestimmen. Solange nämlich diese Unterklassen, und hier also konkret die Arbeiterklasse, kein eigenes Klassenbewusstsein über ihre Interessenlager haben und sich vom Bewusstsein der Führungsklassen bestimmen lassen, können diese Führungsklassen hier, die industriellen Kapitalisten, weitgehend über die Unterklasse verfügen. Und also den Wert der wahren Arbeitskraft sehr gering bemessen. Und also ist für Marx und Engels, und das ist ein mit der wesentlichste Inhalt der durch sie entwickelten Gewerkschaftstheorie, D
die Gewerkschaften stets bewusst bleiben, dass dieses Verhältnis nun einmal in der Gesellschaft besteht. Dass man also durch die Arbeit der Gewerkschaften als der generellsten Organisationsform der industriellen Arbeiterklasse stets helfen muss, dies Selbstbewusstsein der Unterklasse, hier der Arbeiterklasse, aus den eigenen Erfahrungen, in den eigenen Kämpfen heraus zu bewahren und fortzuentwickeln. Das sind die Grundthesen, von denen zunächst die Marx-Engelsche Gewerkschaftstheorie ausgeht. Und Sie sehen an diesen Grundthesen, dass sie sich weitgehend von anderen Vorstellungen über Arbeiterorganisationen, die parallel dazu entwickelt worden sind oder sich spontan ergeben, unterscheiden. Nehmen Sie das deutsche Beispiel. Die werdende Hirsch-Dunkersche Gewerkschaftsbewegung lehnt ja zunächst dies Denken in Klassengegensätzen ab und glaubt an die Identität der Gesamtinteressen der industriellen Unternehmer und der Arbeiter selbst. Infolgedessen lehnt diese Hirsch-Dunkersche wertende Gewerkschaftsbewegung auch das Mittel des Klassenkampfes, und das heißt gewerkschaftlich gesehen zunächst einmal das Mittel des Arbeitskampfes, grundsätzlich ab und glaubt, dass man dadurch, dass die Arbeiter helfen, den Profit der Unternehmer möglichst weit zu entwickeln, die Unternehmer zu freiwilligen, geschenkweisen Zuschüssen an die Arbeiterklasse im eigenen Interesse hinführen könne. Und nicht anders steht es mit den ersten Ansätzen einer christlichen Gewerkschaftstheorie, die sich allerdings erst später ergeben. Auch in dieser Frage des Interessenwiderspruches und des Arbeitskampfes. Des Arbeitskampfes als des wesentlichen Mittels für die Gewerkschaftsbewegung, ihre Interessen gegen die Unternehmer durchsetzen zu können. Und wenn Sie an den vierten Ast einer sich entwickelnden Gewerkschaftstheorie in der gleichen Periode des liberalen Kapitalismus denken, bei den anarcho-syndikalistischen Ansätzen, ganz gleichgültig, ob sie von Proudhon, ob sie später von Bakunin oder woher auch immer kommen mögen, wird zwar diese Gedankenwelt des Klassenkampfes keineswegs negiert, und durchaus das Problem der Notwendigkeit der Entwicklung eines eigenen Klassenbewusstseins in der Arbeiterklasse gesehen, wird aber die Illusion vertreten, dass in einer beliebigen Aktion, an einem beliebigen Punkt, unmittelbar der Sprung in eine bereits voll entwickelte sozialistische Gesellschaftsordnung vollzogen werden könne. Und dass im Grunde alle Zwischenwerte zwischen dem Sprung in eine sozialistische Gesellschaft und der Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse in der kapitalistischen Gesellschaft gleichgültig seien und im Grunde nur ein Hindernis seien, dass die Arbeiterklasse akzeptiere, um auf den unmittelbaren Sprung in den Sozialismus zu verzichten. Marx-Engelsche Gewerkschaftstheorie unterscheidet sich, und dieses Problem ist eigentlich der Gegenstand der Auseinandersetzungen in der Internationalen Arbeiterassoziation und später sogar in der zweiten gewerkschaftlichen Internationale in den ersten Jahrzehnten. Marx-Engelsche Gewerkschaftstheorie vertritt demgegenüber die Meinung, ein solcher willkürlicher
plötzlicher Sprung in den Sozialismus sei gar nicht möglich, sondern ein Sprung aus der kapitalistischen in eine sozialistische Gesellschaftsordnung sei die Aufgabe eines langwierigen Prozesses, der sich nur durchsetzen lasse, wenn die Arbeiterklasse insgesamt und nicht nur in kleinen Minderheiten, aus einer Arbeiterklasse an sich zu einer Arbeiterklasse für sich, einer ihrer eigenen Interessen bewussten Arbeiterklasse geworden sei. Und eben das sei nur als Erfahrungsprodukt aus einer längeren Frist gewerkschaftlicher Klassenkämpfe heraus erreicht. Hier haben Sie die wesentlichen Differenzen zwischen Marx und Engelscher Gewerkschaftstheorie und der anderen gewerkschaftstheoretischen Ansätze ihrer Periode, in der Marx und Engels noch schreiben und theoretische Ansatzpunkte für die Fortentwicklung der Arbeiterbewegung liefern. Und man kann dann in den einzelnen Ländern sehr genau verfolgen, wie sie in jeder konkreten nationalen Auseinandersetzung in der werdenden Gewerkschaftsbewegung Position beziehen von diesen Grundüberlegungen aus. Aber dabei natürlich äußerst divergente Positionen, je nach der nationalen Frage für die Gewerkschaftsbewegung, wie sie sich gerade stellt. Das hieß zum Beispiel nur, um klarzumachen, wie modifiziert von dieser Grundposition aus die einzelnen Stellungnahmen sein mussten. Das hieß zum Beispiel etwa in deutschen Auseinandersetzungen, dass Marx und Engels gegenüber Lassalle, der nur an die öffentliche Gewalt appellieren will, nicht an eigenen gewerkschaftlichen Kampf, sehr energisch die Notwendigkeit besonderer Gewerkschaftsorganisationen verfechten müssen und also auch die Notwendigkeit der konkreten lohnpolitischen und arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem konkreten Unternehmen. Hier haben Sie als Gegenposition diese Sonderposition Lassalle, die nur mittels der öffentlichen Gewalt Arbeiterinteressen für vertretbar hält. Und Sie haben in der gleichen Periode, in genau der gleichen Periode, nun eine dem Scheine nach umgekehrte Stellungnahme von Marx und Engels, etwa gegenüber italienischen, spanischen gewerkschaftlichen Ansätzen und in manche innere Auseinandersetzung der englischen Gewerkschaftsbewegung hinein. Denn Marx und Engels beziehen dabei noch ein weiteres Moment sozusagen des Einflusses der hierarchischen sozialen Positionen in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung in die Arbeiterklasse hinein in ihre Überlegungen ein. Es erweist sich ja immer wieder, dass diese Arbeiterklasse zunächst als Klasse an sich, die also vom Verkauf ihrer wahren Arbeitskraft an die Gegenklasse lebt, zwar in den Grundpositionen eine einheitliche Klasse ist, aber sich selbst in vielfältiger Weise differenziert und schichtet. Und so haben sie, ich greife wieder nur einen Moment heraus, um die Position Marx-Engelscher Gewerkschaftstheorie gegenüber der anderen klar machen zu können. So haben Sie bestimmte Perioden der gewerkschaftlichen Entwicklung, etwa in England, in denen zwar ein großer Teil der gelernten Arbeiter und der qualifiziertesten Arbeiter gewerkschaftliches Bewusstsein behält, schon weil ja die geistige Ausbildung dieser gelernten Arbeiter höher ist als die der Masse der Ungelernten. Dass aber in Aufschwungsperioden der englischen Ökonomie
eben nur derartige gelenkte Arbeitergruppen die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisationen als Erinnerung im Kopf behalten, während die Masse der ungelernten Arbeiter wieder absinkt und sich dem Normalgetriebe der Bestimmung der öffentlichen Meinung in der kapitalistischen Gesellschaft ausliefert. In Krisenperioden sieht das anders aus, aber in Konjunkturperioden treten derartige Rückfälle dann sehr häufig ein. Und so schrumpfen die englischen Gewerkschaften zu Berufsgewerkschaften qualifizierter Gruppen, die nun die Erinnerung daran verlieren, dass sie die Interessen der anderen Arbeiter auch vertreten müssen. Und insofern sich auch wieder dem herrschenden Bewusstsein in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung mit ausliefern. Und so wird es nun wiederum von Engels und Marx her gesehen zum wesentlichen Problem, dass man diese Widersprüche in der Arbeiterklasse überwinden muss, dass man den Rückfall gewerkschaftlichen Bewusstseins in rein quasi ständig berufsgewerkschaftliches Bewusstsein verhüten und stets bekämpfen müsse. Denken Sie etwa an die Begeisterung, mit der dann Engels die Welle zu Beginn der 90er, Ende der 80er Jahre begrüßt, in der endlich sich englische Transportarbeiter wieder zu organisieren und spontan in Aktion zu treten. Und die Polemik, die er eben bei der Analyse dieser Prozesse gegen Positionen in den traditionalen, lange bestehenden Berufsgewerkschaften qualifizierter Arbeiter dann führt und führen muss, um die Einheit des englischen Trade Unionismus wiederherstellen zu können. Wohlgemerkt, bei alledem, was wir jetzt gesehen haben, bewegen wir uns in der Periode noch im Wesentlichen des liberalen Kapitalismus, des Konkurrenz, des allseitigen industriellen Konkurrenzkapitalismus. Und Sie sehen gleichwohl, dass selbst für diese ja im Grunde einheitliche Periode, wenn wir die Dinge allein von der ökonomischen Analyse hernehmen, Marx-Engelsche Gewerkschaftstheorie bei alledem einen methodischen Ansatz bietet und bieten will, nicht mehr, keineswegs irgendeine Schablone, irgendein einfaches Modell, das man unmittelbar anzustreben. In Wirklichkeit sind Marx und Engels zwar der Meinung, natürlich, gewerkschaftliche Organisationen brauchen wir ihn, solange wir eine kapitalistische Gesellschaftsordnung haben, zumindest. Gewerkschaftliche Organisationen haben einen doppelten Sinn. Sie haben erstens den Sinn, aktuell, unmittelbar, Arbeitnehmerinteressen, würden wir heute sagen, wahrzunehmen, die sich ohne die Existenz machtvoller gewerkschaftlicher Bewegungen gar nicht durchsetzen ließen, auch nicht im Regelkreis eines liberalen Kapitalismus. Sie haben andererseits, indem sie diese Funktion erfüllen wollen und zu erfüllen lernen, die Aufgabe, gewerkschaftliches Klassenbewusstsein, Selbstbewusstsein in den abhängig arbeitenden Klassen zu erzeugen, dass sich der besonderen Interessenlagen dieser arbeitenden Klasse gegenüber der Klasse, die über den Produktionsapparat verfügt, bewusst werden muss. Und sie haben drittens in Kombination dieser beiden Funktionen natürlich auch die Aufgabe,
auf die öffentliche Gewalt, auf die Staatsgewalt einzuwirken und die Staatsgewalt zu nötigen, bestimmte Resultate dieser gewerkschaftlich geführten Klassenkämpfe dann in Form gesetzgeberischer Akte zu stabilisieren im Interesse der arbeitenden Bevölkerung. Und zwar lässt sich diese Aufgabe auch in einer Staatsgewalt lösen, die sich im Wesentlichen in der Hand der Gegenklasse befindet. Denn da diese Staatsgewalt, obwohl in der Hand der Gegenklasse, obwohl für die Gegenklasse sozusagen ein Instrument zur Generalisierung der Arbeitsbedingungen in der ganzen Gesellschaft. Da diese Staatsgewalt eben auch diese dritte Funktion hat, muss die Staatsgewalt auch dazu genötigt werden können, Erfolge der Arbeiterbewegung dabei mit zu stabilisieren und für künftige Zeiten das Auseinanderfließen der Gesellschaft zu verhüten, als Resultat festzuhalten, selbst wenn Rückschläge erfolgen. Siehe Geschichte der englischen Sozialgesetzgebung und Arbeitsgesetzgebung. Diese Aufgaben kann, auch das gehört in die Grundlagenvorstellung von Marx und Engels dabei hinein, nur gelöst werden, wenn in diesen Auseinandersetzungsprozessen sich in den Gewerkschaften Gruppierungen bilden, die sich darüber klar sind, dass die kapitalistische ökonomische Ordnung keine ewige ökonomische Ordnung ist und dass, eben weil ja in jeder Form der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung der Widerspruch der Klassen sich stetig an der Bemessung der Reproduktionskosten der wahren Arbeitskraft zeigt und an den Auseinandersetzungen um den Mehrwert zeigt. Dass eben deshalb diese Arbeiterklasse insgesamt schon, weil tendenziell abhängig arbeitende Klasse und Bevölkerung immer stärker identisch werden, den Zahlenverhältnissen nach. Danach streben muss, aus der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu kommen. Aber Marx und Engels waren dabei durchaus der Meinung, diesen letzten Schritt, die Einsicht in die Notwendigkeit auf lange historische Sicht der Transformation des kapitalistischen Gesellschaftssystems in ein sozialistisches Gesellschaftssystem, kann gar nicht gleichzeitig die gesamte Arbeiterklasse vollziehen. Mit anderen Worten, um in der alten Terminologie zu bleiben, Arbeiterklasse als Klasse an sich und Arbeiterklasse als Klasse jetzt auch im politischen Sinne, für sich, die sich ihrer langfristigen historischen Funktion bewusst bleibt, können außer in Grenzsituationen in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung kaum identisch sein. Sie können das nur in revolutionären Krisenbewegungen werden. Und also kann man von den Gewerkschaften, die ja sozusagen eine Zwischenstufe der Bewusstseinsentwicklung darzustellen haben, gar nicht verlangen, dass sie als Ganze diesen Schritt bereits vollziehen. Gewerkschaften und politische Partei der Arbeiterklasse brauchen also gar nicht identisch zu sein. Sie können es im Einzelfall, wie sich das dann später in England ergibt oder in Schweden ergibt, aber sie brauchen es nicht. Und die Gewerkschaften müssen Wert darauf legen, die Massen, die gesamten Massen, wie sie da sind, mindestens zu gewerkschaftlichem Klassenbewusstsein zu erziehen. Das, wohlgemerkt,
bleibt Grundlage aller Überlegungen. Nur aus diesen Überlegungen lassen sich keine unmittelbaren Schablonen, keine unmittelbaren Rezepte, keine unmittelbaren Anweisungen, die für alle Länder, für alle Zeiten gleich sind, ableiten. Sondern diese Überlegungen bilden die Basis für die Schritte, die man nun in der Entwicklung konkreter gewerkschaftlicher Organisationen zu vollziehen hat. Das war Marx und Engels Meinung zur Gewerkschaftsbewegung, wie sie sich dann immer wieder auch in der ganzen Geschichte erst der Ersten, dann der Zweiten Internationale durchspielt, als eine Variante in diesen Auseinandersetzungen. Nun gehört allerdings ein anderes Moment noch hinzu. Marx und Engels sind sich dabei durchaus darüber klar, dass sich diese Situation, wie sie in der Periode des liberalen Kapitalismus gilt, in den Grundlagen zwar verifiziert, in der Periode, die sie voraussehen, nämlich in der Periode des immer zentralisierteren Kapitals, des werdenden Monopolkapitalismus. Und erst recht in der Periode, die dann kommt, nämlich der Periode der immer stärkeren Verschmelzung der Staatsapparatur mit dem Monopolkapitalismus. Hier in diesen neuen Perioden müssen sich also auch nach Marx und Engels Thesen, wie sie im liberalen Kapitalismus entwickelt sind, natürlich wiederum besondere Varianten gewerkschaftlicher Politik und gewerkschaftlicher Aufgabenstellungen entwickeln, für die dann erst recht natürlich keine unmittelbar anwendbaren Rezepte auferlegt werden können. Das war die Vorüberlegung über die Thesen von Marx und Engels, die ich Ihnen vortragen wollte. Wir haben vorhin gesehen, Marx-Engelsche Gewerkschaftstheorie ist eine Gewerkschaftstheorie, die der Praxis gewerkschaftlicher Arbeit und der Konstituierung von Gewerkschaftsbewegungen zunächst in der Periode des liberalen Kapitalismus eine Basis bieten will. Und sie zielt von vornherein nicht darauf ab, bestimmte genaue Rezepte für ein und allemal und für jeden Ort dieser liberal-kapitalistischen Gesellschaftsordnung vorschreiben zu wollen. Sie sieht sich selbst immer in einem sehr genauen Prozess, in einem geschichtlich sich entwickelnden Prozess, zunächst innerhalb der liberal-kapitalistischen Gesellschaft, der dem Zweck dient, die Arbeiterklasse aus einer Arbeiterklasse an sich, die reines Objekt des Handelns anderer Klassen, in einer Arbeiterklasse für sich, die ihren eigenen Lebensraum verbessert und erstreitet, umzuwandeln. Dabei sind Marx und Engels durchaus der Meinung, dass diese Umwandlung in einer Arbeiterklasse für sich selbst vor allen Dingen eben gewerkschaftlicher Arbeit bedarf. Unter Konstituierung von Gewerkschaften bedarf, auf das die Arbeiterklasse dabei weiter lernen können. Aber sie sind gleichzeitig der Ansicht, dass da ja die öffentliche Gewalt, die Staatsgewalt existiert, großen Funktionen, auch innerhalb dieser Gesellschaft, die Arbeiterklasse dabei auch Forderungen an die öffentliche Gewalt, nicht nur an die Gegenklasse zu rechnen. Und infolgedessen die Arbeiterklasse
auch besonderen politischen Bewusstseins bedarf. Über gewerkschaftliches Klassenbewusstsein hinaus, also der Tendenz nach, auch politisches Klassenbewusstsein entwickeln muss und also auch besondere politische Organisationen. Nur darf nach Meinung von Marx und Engels an die gewerkschaftlichen Organisationen dabei nicht sozusagen das Erfordernis des gleichen Reifegrades gerichtet werden, wie es an die politischen Organisationen gerichtet werden kann. Denn die Handlungsfähigkeit der gewerkschaftlichen Organisationen hängt ja davon ab, dass sie möglichst ihrer Stärke nach mit der Stärke der arbeitenden Bevölkerung in der Gesamtgesellschaft identisch sind. Also auch zurückgebliebenere Teile der Arbeiterklasse umfassen und durch ihre Kämpfe weiterentwickeln. Und das ist zunächst einmal ihre Grundvorstellung, von der aus dann jeweils zu verfahren ist und von der aus auch durchaus mit anderen Vorstellungen über die Rolle der Gewerkschaften diskutiert werden soll, vom Standpunkt von Marx und Engels aus gesehen, eventuell auch in den gleichen Organisationen, denn da man ja von den Gewerkschaften kein voll entwickeltes politisches Klassenbewusstsein verlangen kann, muss man also auch in den gewerkschaftlichen Organisationen, gerade damit die Arbeiter lernen können, Freiheit der Diskussion auch für andere Auffassungen behalten. Wenn man nur die Einheit gewerkschaftlicher Aktion erhalten kann. Nun sind Marx und Engels dabei durchaus der Meinung, dass die Tendenz zur Konzentration des Kapitals und zur Zentralisation des Kapitals ständig fortschreitet und dass da sie automatisch in jeder kapitalistischen Produktionsweise sich fortentwickelt, neue Phasen auch der Vorbedingungen gewerkschaftlicher Kämpfe in monopolisierteren Perioden des Kapitalismus entstehen müssen. Weil dem so ist, entsteht darüber hinaus eine weitere Entwicklungstendenz in jeder industriekapitalistischen Ökonomie. Nämlich die Tendenz dahin, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auch für den abhängig Arbeitenden ständig geringer wird, wenn sich ja die Technologie fortentwickelt. Bis zu Extrempositionen hin. Man lese etwa in dem dann nicht zu Ende geführten Vorarbeiten zu den weiteren Bänden des Kapital, in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie nach. Bis zu welchen Extremen werden diese Tendenz der Reduktion der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit nach Marx Meinung führen kann. Und sie werden in den Grundrissen sozusagen eine extrem automatisierte Gesellschaft vorprognostiziert finden. Mit dieser Tendenz, die ja andererseits sich notwendig vermengt mit der Tendenz zur Zentralisation des Kapitals, und mit der Tendenz zur Umwandlung also einer liberal-kapitalistischen in eine monopolkapitalistische Ökonomie, mit dieser Tendenz verschiebt sich selbstverständlich auch in weitem Maße der Inhalt der Klassenauseinandersetzung.
Denn jetzt wird es immer stärker zu einer der wichtigsten Aufgaben auch der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterbewegung, nicht nur der politischen. Entsprechend dieser Tendenz zur Reduktion der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, auch die faktische Arbeitszeit der arbeitenden Bevölkerung zu vermindern. Gelingt es der Arbeiterklasse nicht, diese Entwicklungsreihen ins Gleichgewicht zu führen, so würde sich die Verelendung der Arbeiterklasse ins Extrem erstrecken, weil ja natürlich dann die Arbeitslosenzahlen ins Ungemessene steigen würden und die Arbeitslosenzahlen auf die im Industrieprozess stehende Bevölkerung als Drohmittel zugunsten der Kapitalisten noch zur Reduktion der materiellen Bedingungen der arbeitenden Bevölkerung eingesetzt werden könnte. So wird also das Problem Reduktion der Arbeitszeit zu einem der Zentralprobleme, gerade des gewerkschaftlichen Kampfes. Es wird es umso mehr, wenn neue qualitative Stufen der kapitalistischen Entwicklung eintreten. Daher, bereits im Kapital, im ersten Band des Kapital, also 1867, der Publikationszeit nach, die extreme Betonung der Notwendigkeit des Kampfes um Reduktion der Arbeitszeit, auch unter Appell an die öffentliche Gewalt. Daher das entschiedene Eintreten für Reduktion der Arbeitszeit bei Gründung der Zweiten Internationale, von Engels aus gesehen. Daher dann die Verstärkung dieser Tendenz in der ganzen Fortentwicklung seitens des linken, des marxistischen Flügels in der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung wie in der politischen Arbeiterbewegung. Und zwar in der doppelten Weise, dass man nicht nur an den Klassengegner appelliert, etwa in Tarifverträgen Reduktion der Arbeitszeit durchzusetzen, A für besonders benachteiligte Gruppen, B für die gesamte Arbeiterklasse, sondern dass man ebenso von der öffentlichen Gewalt die stetige weitere Beschränkung der Arbeitszeit verlangt. Daher aber auch eine weitere Tendenz. Und das erst recht im monopolkapitalistischen Zeitalter, wie es ja zur Zeit des Todes von Engels sich schon durchspielt. Die Tendenz dahin, jetzt auch Einfluss auf das Bildungs- und Ausbildungswesen vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus zu nehmen. Auch wiederum eine Tendenz, die sozusagen gewerkschaftliches und politisches Klassenbewusstsein in Korrelation, in ständige Korrelation bringt. Weil ja in den meisten Staaten, damals durchaus nicht bei allen, das Bildungs- und Ausbildungswesen von der öffentlichen Gewalt her, sei es reglementiert, sei es allein bestimmt ist. Von hier aus gesehen wird also in der Periode des Monopolkapitalismus und damit der weiteren Entwicklung der Technologie die politische Akzentuierung der Arbeiterbewegung stets dringender und notwendiger. Und das wiederum, Sie können das bei Engels in seiner Schrift über den Frieden unmittelbar vor seinem Tode publiziert nachlesen.
Dabei wird wiederum ein weiteres Problemkreis wichtig, der auch wieder in diese Grenzsituation hineinführt. Das Problem der Auseinandersetzung mit militärischen Problemen und dem Problem des Krieges. Denn jetzt schlägt ja mit Beginn dieses monopolkapitalistischen Zeitalters das Problem des Krieges aus der mehr oder minder zufälligen sozusagen Auseinandersetzung zwischen einzelnen Staaten, zwischen einzelnen Nationalstaaten, um in ein neues Problem, in das der durch den Monopolkapitalismus mit ständigen Aufrüstung und Extensionstendenz aller Staat. Und auch hier gelangen sie also in ein weiteres Feld hinein, auf dem sich offensichtlich unmittelbarstes gewerkschaftliches Interesse, das von täglichen Erfahrungen des Arbeiters im einzelnen Betrieb ausgeht, und politisches Interesse immer stärker kreuzen, auf dem sich in immer größerem Maße auf der anderen Seite Identifikation der Staatsgewalt mit großen kapitalistischen Unternehmensgruppierungen in unmittelbarstem Maße immer stärker durchspielt. Und so geraten wir in diese Periode des Monopolkapitalismus und des Imperialismus hinein, in der sich gewerkschaftliche Interessen und politische Interessen zwar nicht voll identifizieren in der Arbeiterklasse, keineswegs, aber doch in immer stärkerem Maße annähern müssen. Diese Periode transformiert sich dann in der nächsten Stufe in eine gegenseitige Durchdringungsstufe von öffentlicher Gewalt und monopolkapitalistischer Gewalt, dann sogar Staatsgrenzen überschreitender monopolkapitalistischer Gewalt. In der diese Identifikationen desto grotesker werden. Und es sind gleichzeitig die Perioden, in der eben die ständige Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik die unmittelbare Umwandlung der Wissenschaft in eine Produktivkraft immer größere Ausmaße annimmt. Sie können diese Periode in Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie, auf die ich vorhin hingewiesen hatte, wieder vorab behandelt finden bei Marx. Also wohlgemerkt entworfen für die späteren Bände des Kapital. Und Sie können dort finden, dass je mehr sich durch Automatisierung, wie wir heute sagen, die notwendige Arbeitszeit reduziert und fast auf einen Nullwert, nie auf einen totalen Nullwert, aber fast auf einen Nullwert absinkt. Die Gefahr für die öffentliche Gewalt, aus diesen Widersprüchen durch Irrationalisierung anderer Widersprüche auszubrechen, immer stärker wächst, wenn Sie so wollen, die Periode, in der wir heute stehen. Und dass es also in dieser Periode sozusagen zur völligen Überlebensbedingung für die Gesellschaft wird, aus einem Mechanismus auszubrechen, für die Fortexistenz der Gesellschaft wird, aus einem Mechanismus auszubrechen, der noch glaubt, sich durch den Profit von riesigen Einzelunternehmungen
regulieren zu können. Weil diese Regulierung gar nicht mehr denkbar erscheint, sondern nur noch gesamtgesellschaftliche Regulierung, wie sie von vornherein im Interesse der Arbeiterklasse sozusagen vom Ansatz her entspricht. Wohlgemerkt, für diese beiden folgenden Perioden haben Marx und Engels keine eigene Gewerkschaftstheorie über die Basis, die ich vorhin geschildert habe, hinaus entwickelt, weil sie sie nicht entwickeln konnten, sondern konnten nur Ansatzpunkte. Und dabei natürlich auch den Ansatzpunkt der Überlegung, die sich ja bei Marx und Engels zunächst absolut setzt, dann modifiziert. Dass diese kapitalistische Gesellschaftsordnung, wenn man ihr freie Bahn lässt, zur Totalverelendung der Arbeiterklasse führen müsse. Durch den Druck der Arbeitslosenmasse. Und bei Marx und Engels dann bereits sehr bald dahin modifizieren, dass sie sagen, ja, diese Tendenz ist zwar der Gesellschaftsordnung immanent, aber diese Tendenz kann durch Entwicklung der eigenen Klassentätigkeit der Arbeiterklasse in ihr genaues Gegenteil verwandelt werden. Und eben das ist die Funktion der Gewerkschaftsbewegung. Nur, dass es den Gewerkschaften nicht gelingt, den Arbeitern klarzumachen, dass das, was sie gesetzlich erhalten haben, durch ihren wirklichen eigenen Kampf erstritten ist, kann man bewusst machen. Sagen wir mal die Einführung irgendeines Gesetzes, nehmen wir irgendeine Arbeitszeitbeschränkung oder was der Himmel weiß auch, das ist ganz gleich. Kann man den Arbeitern klar machen, dass ihr dieses Gesetz bekommen habt, ist nicht die Folge einer gewollten Konzession der öffentlichen Gewalt, sondern die Folge und das Resultat eures Kampfes, der jetzt nur durch das Gesetz gesichert ist, dann braucht das nicht den Kampfwillen und das Bewusstsein der Arbeiter zu mindern. Denn man kann, dann entsteht ja morgen das nächste Problem, indem sich die gleiche Frage wieder ergibt, indem man sagen kann, bitte, durch den Gesetzgeber erreichen wir das, wofür wir gekämpft haben, wofür wir eingetreten sind. Der Gesetzgeber schenkt uns gar nichts. Hält man dieses Bewusstsein aufrecht, dann ist ein gesetzgeberischer Fortschritt eben ein Fortschritt. Kann man dies Bewusstsein nicht erzeugen, dann betrachten allerdings die Arbeiter den Staat sozusagen als Versicherungsamt, von dem sie Bezüge bekommen und bilden sich ein, wir brauchen nicht mehr zu kämpfen. Das ist eine Frage des gewerkschaftlichen Handelns selbst. Typisches Beispiel. Rechtsstellung der Betriebsräte in der Weimarer Republik. Die Arbeiter wissen, dass sie das Betriebsrätegesetz erkämpft haben. Und die Arbeiter wissen, da haben wir so und so viele Dinge noch nicht erkämpfen und nicht absichern können. Für die müssen wir also weiterkämpfen. Und also bleibt die Auseinandersetzung um das Betriebsrätegesetz einer der gewichtigsten Motoren der Weiterentwicklung von Klassenbewusstsein. Gegenbeispiele kannst du ebenso viele finden. Das gebe ich dir ohne weiteres zu. Und das schwierige Problem der Gewerkschaftsbewegung in der sozusagen ökonomischen Aufschwungsperiode der Bundesrepublik Deutschland war ja, dass in sehr vielen Fällen die Gewerkschaften sich, sei es auf tarifvertraglichen, sei es auf gesetzgeberischen Automatismus, ganz einfach verlassen und nicht die Massen mobilisiert haben. Das darf man nicht. Man muss beides tun.
Damit sind wir in dem berühmten Problem Umwandlung der Klasse an sich in die Klasse für sich. Die weiß, was sie tut und was sie erstreitet. Behält man dieses Problem immer als solches, als das zentrale Problem jeder Gewerkschaftsbewegung im Kopf, dann ist gesetzgeberische Absicherung ein Plus und kein Minus. Diese Veränderung aus der Rolle der bloßen Klasse an sich in die Klasse für sich kennt x Grade und x Veränderungen in sich selbst. Das ist ein ständiges Hin und Her. Solange eine Gesellschaftsordnung noch im Wesentlichen von herrschenden Klassen bestimmt ist, wirkt ja das Gesamtbewusstsein der Gesellschaft immer der Bildung wirklich verselbstständigten Klassenbewusstseins entgegen und beherrscht die meisten Individuen auch der Arbeiterklasse. An einer konkreten Frage lernen sie dann, ja, hier müssen wir kämpfen und da steht die Gegenklasse auf einem anderen Standpunkt. Also dann auch Weiterentwicklung des Bewusstseins zu höheren Reifegraden hin. Gerade auch im Übergang zu neuen politischen Forderungen. Denn das gesamte politische Gebäude hängt ja von diesem Kräfteverhältnis der Klassen zueinander ab. Deshalb kann ein erfolgreicher reiner Lohnkampf, rein formell genommen, also ein nur ökonomischer Kampf, allerhöchste politische Bedeutung haben. Und natürlich versuchen dann immer die Arbeitgeber klar zu machen, dieser Lohnkampf ist in Wirklichkeit ja nur politisch motiviert, weil sie bei der heutigen Gesamtbewusstseinslage der Gesellschaft damit in der Gesamtgesellschaft Gehör finden und ein politischer Kampf zunächst der Mehrheit der Gesellschaft als verdächtig gilt. Dann ist es also nicht richtig zu antworten. Die Unternehmer lügen, wenn sie sagen, dieser Kampf sei ein politischer Kampf. Sondern dann ist es richtig zu sagen, ihr seht am Verhalten der Unternehmer, dass dieser Kampf auch seine politische Funktion hat, obwohl er zunächst nur ökonomischer Kampf ist. Nur wenn man ihnen das den Arbeitern dann auch sagt und beibringt, können sie diese Erfahrung des Kampfes rezipieren, also einen höheren Bewusstseinsgrad in Richtung auf eine Klasse für sich gewinnen, als sie vor Beginn des Kampfes waren. So gehen hier diese Fragen völlig ineinander über. Die Arbeiterklasse kann nach Niederlage sehr häufig auch in ihrer Bewusstseinslage sehr stark zurücksinken. Deshalb ist es auch falsch, abstrakt zu sagen, wir müssen immer und zu jeder Zeit einen Arbeitskampf durchführen. Einen aussichtslosen Arbeitskampf zu beginnen, wäre meist Unsinn. Denn die geschlagenen Arbeiter würden dann sagen, na, da habt ihr es ja gesehen. Verlassen wir uns doch auf die Normalentwicklung der Wirtschaft und führen keine Arbeitskämpfe, dann fallen wir auch nicht so auf die Nase. Deshalb kann ein ökonomischer Kampf mit relativ geringen Forderungen, den man durchführt, aber gewinnen kann, ein Motor dafür sein, um in der nächsten Stufe viel größere Forderungen durchsetzen zu können, wenn man die Bewusstseinslage verbessert hat. Und insofern gehen ökonomischer und politischer Kampf immer ineinander über. Gewerkschaftliches Klassenbewusstsein, zunächst rein ökonomisches Klassenbewusstsein, ist immer eine Transformationsmittel auch zu politischem Bewusstsein. Und das muss man auch in der Gewerkschaftsbewegung wissen und sollte da in der Argumentation nicht ausweichen und sich sozusagen auf den Boden der Gegenargumentation des Klassengegners
allein stellen, wenn man dann die Entwicklung des Bewusstseinsprozesses hält. Ich glaube, so verknüpfen sich diese beiden Fragen, die ihr hier gestellt habt. Gut, jetzt kommt die Birgit. Aber ich würde sagen, dass wir das Thema nochmal vielleicht erweitern oder nochmal ansprechen sollten. Ja. Gut, Birgit. So abstrakt kann man die Frage nicht stellen. Sie tendiert immer dazu, immer wieder, in immer neuen Wellen, sich stärkeres Klassenbewusstsein anzueignen. Nehmen wir mal eine Periode sehr hoher Entwicklung des Klasse-für-sich-Denkens. Nehmen wir die Novemberrevolution 1918. Die Arbeiter geraten in Bewegung. Die Soldaten in Arbeiterrock schließen sich an. Es beginnt bei der Marine. Und die Arbeiter wissen, dass sie als Klasse für sich handeln, um Demokratie durchzusetzen, ursprünglich auch mit dem Gedanken, auch Sozialismus durchsetzen zu können. Dies Bewusstsein hat einen relativ hohen Grad. Denn die Arbeiter agieren ja nicht auf Weisung ihrer Organisation, sogar gegen den Willen ihrer Organisationsspitze. Ihr wisst, dass am 9. November 1918 morgens noch der ADGB die Parole ausgibt, macht nichts, beteiligt euch nicht, lasst euch nicht zu Streikbewegungen und Massenbewegungen verführen. Denn wir erreichen schon manches durch Verhandlungen mit der kaiserlichen Regierung. Die Arbeiter pfeifen selbst auf diese Weisungen ihrer Organisationsspitzen. Und so entsteht mindestens einmal ein nächster Schritt, nämlich die Deutsche Republik. Durch das eigene Handeln der Gewerkschaft, der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, denen sie aber auch die anderen Arbeiter anschließen, wenn auch ohne Leitung durch ihre Organisation. Und sie haben, die Arbeiter wissen wenigstens über diesen nächsten Schritt Bescheid in ihrem eigenen Denken. Die wilhelminischen Behörden müssen weg. Sonst bekommen wir nicht Frieden und nicht Demokratie. Darüber hinaus, über die Schritte darüber hinaus, wissen sie zum großen Teil noch nicht Bescheid, sondern nur in kleineren Behörden. Und daraus entwickeln sich also die nächsten Stufen der Auseinandersetzung. Dann fällt diese gleiche Arbeiterklasse nach einer Periode langer Kämpfe und langer Niederlagen wieder hinter diese Bewusstseinsstufe zurück. Und sie wird am Ende, wie ihr wisst, total geschlagen mit dem Sieg des Faschismus, ohne gekämpft zu haben. Und nun versinkt sie als Gesamtklasse, wenn man so will, bewusstseinsmäßig in die reine Lethargie und ins Nichts. Auch in mehreren Stufen und mit mehreren Abstufungen und nur kleine Kader bleiben übrig und kämpfen weiter. Genau ganz ähnliche Prozesse wiederholen sich natürlich nach 1945. Seht euch etwa nun die Entwicklung sowohl der politischen Parteien wie der Gewerkschaftsbewegung in der Periode zwischen Ende 45, Gründung der Bundesrepublik Deutschland an. Da ist zunächst dieses Rückkehren von Eigenhandelnbewusstsein, die Rückverwandlung in eine Klasse für sich, so stark entwickelt, dass von den politischen Parteien, wie sie sich jetzt konstituieren, keine wirklich wagen kann, sich als Anhänger des kapitalistischen Wirtschaftssystems auszugeben. Denkt an die Kölner Thesen der CDU Ende 1945, in denen die CDU christliche Formen des Sozialismus verlangt
und Enteignung aller Großunternehmen. Natürlich hat die CDU und haben die Gruppierungen in der CDU, die an diesem Programm mitgewirkt haben, diese Programmpunkte zum Teil nur aus demagogischen Gründen übernommen, weil sie gar nicht anders konnten, wenn sie Hoffnung haben wollten, wieder zu finden in den Massen. Zum Teil haben sie auch selber daran geglaubt. Nur mit der neuen Änderung der Machtverhältnisse ändert sich das Bewusstsein wieder. Und nehmen wir die bundesrepublikanische Arbeiterklasse, so ist es gar kein Zweifel, dass sie dann im Widerspruch zwischen der Lebenshaltungslage eben in der sowjetischen Besatzungszone und den westlichen Besatzungszonen ihr politisches Klassenbewusstsein fast völlig einbüßt. Daher zum Beispiel die Wahlniederlage der damaligen SPD, die ja noch mit sozialistischen Forderungen antritt, in den ersten Bundestagswahl 1949, weil jedermann wusste, ja, wir haben zu fressen, die drüben haben kaum zu fressen. Da war diese Bewusstseinsstufe wieder verloren und wird für lange Zeit wieder verloren. Sie baut sich wieder auf und wird in neuen Niederlagen wieder verloren, weil sich kein Kern bildet, der sie aufrechterhält. Und man kann das Ganze auch sozusagen innergewerkschaftlich gespiegelt finden. Die Gewerkschaften können ja nie mehr sein als gleichzeitig Repräsentanten der Bewusstseinsstufe des fortgeschrittenen Teils der breiten Massen. Würden sie weit darüber hinausgehen, würden sie ihre Funktion verlieren. Das geht gar nicht. Daher ist aber zum Beispiel das Münchner Grundsatzprogramm noch ein außerordentlich radikales Gewerkschaftsprogramm. Es wird nun Stück für Stück zurückgedrängt, weil sich das Bewusstsein der Massen jetzt wieder verändert und niemand in der Lage gewesen war, es aufrechtzuerhalten und zu organisieren. Auch nicht der damals noch relativ starke kämpferische Flügel in der Gewerkschaftsbewegung. Und es ist zweifellos in den folgenden Jahren, so grotesk euch das klingen mag, so gewesen, dass etwa die Spitze von ÖTV, Kummernis, die Spitze von IG Metall, dann in der nächsten Phase Brenner, weit links und von der großen Majorität der Mitgliedschaft stand und sehr genau um diese Problematik Bescheid wussten und entsprechend zu manövrieren versuchten. Aber weil in dieser Periode des raschen Aufschwungs des westdeutschen Kapitalismus bei erst sehr langsamem Aufbau in sozialistischen Ländern und entsprechenden bürokratischen Formen in sozialistischen Ländern, weil in dieser Periode der Sozialismus in den Köpfen eines großen Teils der im Dritten Reich groß gewordenen Massen kompromittiert ist, sinkt die Bewusstseinsstufe der deutschen Arbeiterklasse immer weiter zurück. Sie wird dann immer wieder dazwischen durch erfolgreiche Kämpfe, etwa der IG Metall, Schleswig-Holstein-Streik und dergleichen, wieder weitergeführt und rekonstruiert, aber immer nur in beschränkten Gruppen. Und sinkt immer wieder ab. Sinkt immer wieder ab, solange bis zum Beispiel die SPD gar nicht mehr wagt, sie als Partei der abhängigen Arbeit zu drapieren, sondern beschließt, ich bin keine Partei der abhängigen Arbeit mehr, ich bin jetzt Volkspartei, genau wie die CDU, teilweise deren Ideologie mit übernimmt. In Wirklichkeit spiegelt sich darin nur eine Bewusstseinsveränderung der Majorität der deutschen Arbeiterklasse. Aber dann in Kampfsituationen baut sie ein Gegenbewusstsein immer wieder auf. Denkt etwa an die Wirkung, auch die gesamte Gewerkschaftspolitik, radikalisierende Wirkung der spontanen Streikbewegungen von 1969 und dergleichen mehr. Das ist ein Prozess, der ständig hin und her fließt. Man soll sich über die heutige Lage dabei keine Illusionen machen. Heute ist zweifellos das Klasse für sich Bewusstsein in der westdeutschen Arbeiterklasse
nicht nur viel schwächer entwickelt als etwa in der italienischen, der französischen oder der britischen Arbeiterbewegung, sondern auch viel schwächer als, sagen wir einmal, in der gesamten Periode der Weimarer Republik. Man mache sich da keine Illusion. Aber andererseits zwingen die inneren Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft dann immer wieder zu spontanen oder gewerkschaftlichen Zielen, Gegenaktionen, in denen man dies Bewusstsein wieder aufbauen kann. In einer Weise wieder aufbauen kann, die auch nicht-marxistischen Gewerkschaftern verständlich und durch sie akzeptabel ist. Das ist ein sehr langwieriger, ein sehr widerspruchsvoller Prozess, der ständig läuft und in dem man viel ausrichten kann, nur dann, wenn wenigstens ein Teil der Gewerkschaftsfunktionäre, und sei er noch so klein, dieses Problem auch theoretisch zu fassen versucht. Gut. Gibt es jetzt Wortmeldungen? Wenn nicht, dann würde ich... Ich möchte mal gerne das nochmal aufgreifen. Bei der Durchsicht der Protokolle ist mir Folgendes aufgefallen. Auch wenn ich die Fragestellung ein bisschen schematisiere und vielleicht vereinfache, ist immer wieder gefragt worden, wann kommt ein ökonomischer Kampf ins Politische hinein? Oder andersherum, ist jede übliche, alljährlich anbeginnende Tarifauseinandersetzung bereits schon ein politischer Kampf? Und wenn man das sich anschaut, dann muss man jetzt mal sehr selbstkritisch die Vergangenheit anschauen. Es wurden vielleicht seit 1950, sagen wir, 30 Lohnrunden geführt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das Ergebnis der 30 Lohnrunden das Produkt, zumindest das Produkt von hohem Klassenbewusstsein ist. Es ist einerseits, dass die Arbeiterklasse in der Bundesrepublik Deutschland zumindest einen sehr hohen Lebenswohlstand hat erreichen können, dank dieser Auseinandersetzungen. Aber andererseits auch so, dass sie nicht parallel damit Klassenbewusstsein geschaffen hat. Jetzt ist meine Frage nun die. Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, dass diese ökonomischen Kämpfe in Tarifauseinandersetzungen auch gleichsam eine politische Seite, insofern also abgerungen werden kann, als sie klassenbewusstseinsbildend wirken? Vergessen wir nicht, der 69er Streikaktionen im Ruhrgebiet, das sogenannte Wilde Streiks, das sind also entstanden und vergangen und damals hat man auch gehofft, jetzt geht es also los mit dem Klassenbewusstsein. Massenhaft hat sich das nicht entwickelt. Meine Frage ist deswegen die, kann man einen politischen Kampf beliebig gleichsam an Tarifauseinandersetzungen anhängen? Ist jede Tarif- oder jede Lohnrunde ein politischer Kampf in dem Sinne, dass er Klassenbewusstsein massenhaft also bilden hilft? Oder müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein, damit sich Klassenbewusstsein bildet? A, Voraussetzungen, sagen wir mal, dass der Kapitalismus nicht mehr in der Lage ist, durch Konzessionen materieller Art bestimmte Teile der Arbeiterklasse zufriedenzustellen, oder müssen bestimmte ideologische Bewusstseinsformen innerhalb der Bevölkerung aufgeräumt werden oder überwunden werden. Da würde ich also zumindest mal fragen, also wann transformiert sich, um das schöne Wort zu gebrauchen, wann transformiert sich also ursprünglich rein ökonomisch angelegter Kampf, meinetwegen der Kampf um 5,6% Lohnerhöhung oder 7% Lohnerhöhung, ins Politische hinein? Und wann kann man davon ausgehen, dass man sagen kann, aha, jetzt ist praktisch ein Punkt, dass sich Klassenbewusstsein gebildet hat? Das war eine schematische Fragestellung, aber das ist mir wieder angeklungen, auch in diesen... Ja, ich glaube, hier ist eins der zentralen Probleme gefasst, ob ein Vorstoß der Gewerkschaftsbewegung jetzt zunächst in rein lohnpolitischer Richtung gewerkschaftsstärkend und auf lange Frist positiv wirkt, also das Bewusstsein der Mitglieder in Richtung auf eine Klasse für sich verändert, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie weit es gelingt, möglichst große Teile der Arbeiterklasse an der Vorbereitung einer solchen Auseinandersetzung zu beteiligen. Je größer die Beteiligung, desto größer die Wahrscheinlichkeit auch einer dem politischen Bewusstsein nach positiven Wirkung. Die Gegenseite, die Gegenklasse, wird uns
auch wenn sie noch zu sehr großen Konzessionen in der Lage ist, immer wieder die Chance bieten, ihr einzugreifen. Denn es gibt keine Konzession an die Arbeiterklasse, auch keine lohnpolitische Konzession, und sei sie noch so klein, die die Gegenseite freiwillig als Geschenk zugestehen will. Wir können also immer damit rechnen, dass vor jeder, auch nur lohnpolitischen Auseinandersetzung, die Unternehmerseite schreit, hier geht es in Wirklichkeit um politische Machtstellungen, die die Gewerkschaften erobern wollen, und dagegen müssen wir uns im Interesse der Allgemeinheit wehren. Dann ist es falsch, diese Argumentation der Gegenseite einfach zu negieren. Sondern dann ist es richtig, diese Argumentation der Gegenseite aufzugreifen und zu sagen, natürlich ist dem so. Natürlich kämpfen wir nicht nur um die 5 Pfennig mehr in der Lohntüte, sondern wollen wir an dieser Auseinandersetzung darstellen, dass die Arbeiterklasse in der Lage ist, auch noch hier und heute innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung im Widerspruch zu euch, zur Kapitalistenklasse, die Lage zu verbessern. Da soll man also nicht zurückweichen, sondern aufgreifen. Das heißt nicht, dass man beliebig, eventuell aussichtslose lokale Streikaktionen anzählt. Das wäre Unsinn, denn lokale Streikaktionen beschränktester Art, bei denen man unter Garantie geschlagen wird, wirken dann im Ergebnis negativ. Auch das muss man wissen und nicht bewusstseinsverbessern. Das heißt, dass man unter allen Umständen, auch wenn es nicht zum Massenstreik kommt, immer auf das Risiko des Massenstreikes hin erziehen und vorbereiten. Auch in den Verhandlungen mit der Gegenklasse. Sehr deutliches Beispiel auch des Übergehens der bloßen Lohnforderung in die Arbeitszeitforderung, Problem 35-Stunden-Woche. Eine Forderung, die auch den breiten Massen unmittelbar eingeleuchtet hat, in einer Periode breiter Erwerbslosigkeit im Ruhrgebiet, für die man also mobilisieren konnte. Natürlich soll man auch solche über den Lohnkampf hinausgehende Kämpfe vorbereiten und wollen. Und man muss dabei sehen, und das wurde auch schon gesagt in der Diskussion, rein sozialpartnerschaftliches sozusagen Lohnversicherungsdenken. Dass es natürlich in Spitzen mancher Gewerkschaften in Bürokratie gibt. Und das sich immer wieder reproduziert, denn wir haben nun mal eine Gesellschaft mit bürgerlichem Bewusstsein. Nutzt uns dabei gar nichts, aber es schwächt auch auf lange Sicht die Position der Gewerkschaft in reinen Lohnauseinandersetzungen. Und das muss man immer wieder klar machen. Insofern zeigt sich gerade an dieser Stelle übrigens ein weiteres. Wir müssen, und wir haben mit Recht, die Arbeitnehmer dazu erzogen, Einheitsgewerkschaften, nicht Richtungsgewerkschaften zu bilden, weil wir ja einheitlich das Bewusstsein dieser Klasse weiterentwickeln wollen. Wenn wir das sagen, müssen wir natürlich auch in Gewerkschaften andere Auffassungen dulden und uns mit ihnen dann jeweils konkret auseinandersetzen, an der einzelnen Frage, wie sie sich gerade stellen. Nur eins dürfen und können wir nicht erhoffen, einen plötzlichen Sprung, außer in großen ökonomischen Krisen, großer Teile der Arbeiterklasse aus dem Resignationsbewusstsein von heute in ein Klassenbewusstsein von morgen, wie wir es etwa am Ende des Ersten Weltkrieges erlebt haben. Wir können nur in zähem Voranstreiten an solchen einzelnen Fragen jeweils an dieser Transformation arbeiten. Und wenn wir sagen, auch ein Lohnerfolg ist ein politischer Erfolg der Gewerkschaftsbewegung, weil er bewusstseinsverändernd wird, so heißt das nicht und soll das auch nicht heißen, ist ein parteipolitischer Erfolg
für irgendjemanden. Auch der christliche Gewerkschaftler, der CDU-Mitglied bleibt oder ist, lernt aus einer solchen Auseinandersetzung, dann eventuell sogar für Auseinandersetzungen in seinen eigenen Reihen, gegen den Unternehmerflügel seiner eigenen Partei. Und deshalb sollten die Gewerkschaften, und nach meiner Meinung müsste man das allen Flügeln der Gewerkschaftsbewegung klar machen, sich niemals auf die Argumentation einlassen, zu sagen, wenn die Unternehmerseite sagt, eure Forderungen sind politische Forderungen, nein, das sind es nicht. Die Gewerkschaften sollen ruhig sagen, natürlich sind sie auch politische Auseinandersetzungen. Denn jede Macht Auseinandersetzungen zwischen Klassen hat auch eine politische Seite, weil sie eine bewusstseinsverändernde Seite hat. Aber wir sollten gleichzeitig immer sagen, politische Auseinandersetzung heißt nicht parteipolitische Konkurrenzauseinandersetzung. Zu beiden Fragen. Natürlich, alle diese Kämpfe, die wir heute führen, sind zunächst Kämpfe innerhalb des bestehenden ökonomischen Systems, noch nicht Kämpfe, noch um seine unmittelbare Transformation. Wir sind ja völlig einig. Nur führe ich diese Kämpfe innerhalb des Systems nicht zur möglichsten Erweiterung des Spielraums der Arbeiterklasse, kann ich den Kampf um seine unmittelbare Transformation, der auf mich zukommt, nicht führen. Nach beiden Seiten. Erstens hat die Arbeiterklasse nicht gelernt, dass innerhalb dieses Systems die Kapitalistenklasse und hier praktisch das Monopolkapital ihr Gegenspieler, nicht ihr Mitspieler ist. Dann kann sie auch nicht lernen, dass sie eines Tages dieses System abschaffen muss. Das kann sie aber durch Erfahrungen in den täglichen Klassenkämpfen innerhalb des Systems zu lernen beginnen. Sie kann es erst recht, wenn ich diesen Kampf ständig, nicht nur mit den eigenen Kampferfahrungen, sondern auch mit systematischer Erweiterung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verbinde. Und eben durch Reduktion zum Beispiel der Arbeitszeit gelange ich zu Zeitmöglichkeiten der Erweiterung auch des Bewusstseins der Arbeiterklasse. Und insofern greifen diese Probleme ständig ineinander über. Ein Umschlag findet erst dann statt und nur unter der Voraussetzung, dass A, die große Majorität der abhängig Arbeitenden bereit ist, diesen Umschlag zu wollen. Gegen ihren Willen kann ich diesen Umschlag nicht herbeiführen. Und zweitens, auch bereit ist, für diesen Umschlag zu kämpfen. Und auch wenn der Umschlag stattgefunden beginnt noch eine sehr, sehr lange Transformationsperiode, von deren Widersprüchen wir uns sehr gut überzeugen können, wenn wir in die sozialistischen Länder kommen. Natürlich reproduziert sich noch auf sehr lange Zeit ständig nun bürokratisches Gewohnheitsbewusstsein in allen verwandten Schichten, auch in der verwaltenden Schicht der eigenen Bewegung. Das ist unvermeidlich. Ich muss wissen, dass dem so ist. Und ich muss wissen, dass ich immer wieder lernen muss, diese Situation langsam zu verändern. Ich kann also nicht von einem Umschlag an einem Tage reden, sondern auch nur von einem Umschlagsprozess, der erst dann in vollem Maße einsetzt, wenn die Gesamtgesellschaft über alle
großen Produktionsmittel und die übrigen Wirtschaftskommandohöhe verfügen. Das alles kann ich dem Arbeiter nur klar machen, wenn ich zum Beispiel ein Problem, es wundert mich, dass es noch nicht angekommen ist, einziehe. Wir leben in einer Periode, und das seit Beginn des Monopolkapitalismus, nicht erst seit Beginn des staatsmonopolistischen Kapitalismus, in der die Rüstungswirtschaft automatisch immer größeren Umfang angenommen hat und auch eines der entscheidenden Mittel der Aufrechterhaltung des gesamten Systems, auch der ökonomischen Aufrechterhaltung des gesamten Systems geworden ist. Ich muss lernen, gerade wenn ich in der Arbeiterklasse das Bewusstsein zu ihrer Funktion wieder erwecken will, nämlich die System zu verändern, den Arbeitern auch in den täglichen Kämpfen immer klar zu machen, dass jede Erweiterung des Rüstungsetats, jede Erweiterung des Wehrsystems auf ihre Kosten geht, auf ihre Kosten in doppelter Weise, erstens rein materiell. Was könnten wir zum Beispiel unsere Sozialsysteme und unsere Bildungssysteme ausbauen, wenn der Rüstungsetat entscheidend eingeschränkt wurde? Zweitens, auf ihre Kosten in Bezug auf die Wahrung der eigenen Existenz, einen Rückfall der gesamten Welt erzeugen würde. Vor allen Dingen aber wiederum der Arbeiterklasse und unmittelbar des Lebens der gesamten Arbeiterbevölkerung. Deshalb wäre es notwendig, jetzt rede ich gar nicht von den politischen Parteien der Arbeiterklasse her, sondern auch von der Gewerkschaftsbewegung her, mindestens in der Gewerkschaftsbewegung auch diese Problematik immer wieder in jeder täglichen Auseinandersetzung mit in die Diskussion einzubeziehen und gleichzeitig zu zeigen, dass sicherlich sehr vieles an Kritik an den Verhältnissen in den sozialistischen Ländern berechtigt ist. Sicherlich, denn sie sind noch stagnierend auf einer viel tieferen Stufe der industriellen Entwicklung, der Bildungsentwicklung entstanden und so weiter mehr. Dass aber andererseits hier ein Denken in Schemata, also in Anti-Ost-Stimmung, selbstmörderisch auch für die Gewerkschaftsbewegung selbst, dass wir also auch im Interesse der Aufrechterhaltung des Lebenssystems der Arbeiter in den kapitalistischen Ländern auf Koexistenz- und Rüstungsabbaupolitik immer wieder bestehen müssen. Erstens aus materiellen, zweitens aus generellen Gründen. Wohlgemerkt, auch diese Frage, die man immer wieder in jede Auseinandersetzung hineintragen muss, und bei der wir immer wieder, auch in großen Teilen der Arbeiterklasse, zunächst kein Gehör haben werden, sondern es uns langsam erstreiten müssen. Schon weil Teile der Arbeiterklasse ja nun einmal in Rüstungsindustrien beschäftigt sind und also glauben, mit deren Interessen verbunden zu sein. Diese Probleme soll man in den gewerkschaftlichen Aktionen immer wieder erklingen lassen, in die Bildungsauseinandersetzung in der Gewerkschaftsbewegung einbeziehen und sich gleichzeitig dafür hüten, sie zu rein parteipolitischen Konfrontationen entarten zu lassen. Das scheint mir für jede Gewerkschaftsstrategie von marxistischem Denken aus geboten zu sein. Frage, ist sie nicht auch, und kann man das nicht auch vermehren, für gewerkschaftliches Denken, das nicht von marxistischen Positionen ursprünglich ausgeht, ebenso geboten, kann man nicht jeden, auch christlich-demokratischen Arbeiter, von der Notwendigkeit solcher Überlegungen in jeder Tagesauseinandersetzung immer wieder überzeugen. Man darf also auch solche Auseinandersetzungen nicht als parteipolitische, sondern als gewerkschaftspolitische führen. Und man sollte gewerkschaftspolitisch fordern, dass man nicht sich zu irgendeinem Staatssystem gegen ein anderes bekennt,
und umgekehrt, das gilt für die sozialistischen Länder natürlich genauso, sondern dass man sich zur unmittelbaren Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer bekennt. Und dieses Bewusstsein kann man vermitteln, auch in solchen Fragen. Und in diesem Bewusstsein kann ich mit dem, sagen wir mal, mit Nell Bräuning möglicherweise nicht, aber mit einem Schüler von Nell Bräuning komplett einer Meinung sein, obwohl er zunächst nicht von marxistischen Denkpositionen ausgegangen ist. Und solches Denken kann ich auch an meinen amerikanischen Gewerkschafter herantragen. Wobei bei den amerikanischen Gewerkschaftern ja die Vermittlung zwischen dem Arbeitnehmerbewusstsein der verschiedenen Rassen und der verschiedenen Schichten am wenigsten gelungen ist. Und sie uns sicherlich kein Vorbild ist.